Wurf, eigentlich werd ich nicht auf 80 reduzieren. In dieser Disziplin bist du ja selbst der Beste im Turnier. Denn jede Faser seines Körpers, jede Runde, die Ace schrieb, einfach alles an ihm schreit: Ich bin ein Kumpel von 80. Also lass das mal, erfind dich endlich selbst und such dir mal eine andere Stimme als ein Age. Es wär zwar Standard zu sagen, dass du Standard bist, aber du bist halt Standardmann, da kann man gar nichts anderes zu sagen. Und das Punch ist nicht hier rausgehauen, hätte ist die Hurensohn auch klar. Du hast von der Auslosung doch immer noch ein Gurkentrauma. Hätte der offiziell die Ausstiegsrunde eingereicht, hätte der locker noch einen zu null Sieg eingeheimt. Du gehörst so zu den blödsten Menschen, die aussehen, als schrieben sie ihre Texte noch auf Höhlenwände. Denn du bist so übertrieben dumm, das 16. wird ausgelost und du schreist Gabe in Favoritenpunkt. Ey, ich glaube, dein Vorbild ist Favorite. Doch du klingst leider nur so, als hättest du Age gespielt. Du hast dich sicher selbst gefickt mit nem Selfie-Stick und dabei Age gekriegt. Drogenrapper, bla bla, Psycho-Rapper, bla bla, du fakest Bitch. Dann kam das Finale und ich hab mich gefragt, wer ist das, was will der und warum scheißt der jetzt in diese überkrasse Runde rein? Ich kann einfach nicht verstehen, warum so viele Teilnehmer immer ihre mittelmäßigen Kollegen mit ins Battle schleppen wollen, obwohl diese irrelevanter sind als meine Socken. Wie, der hat mir ne Hook gemacht? Ach du Scheiße, ich war nicht zurechnungsfähig. Ich kann's beweisen, das war sicherlich nicht wissentlich, sondern ein Missgeschick. Ich wollte AT haben und hab dich gekriegt. Ihr sagt, dass ich auch bei ihm in der Runde war. An dem Tag war ich noch viel, viel betrunkener. Nach der Hook für den hat mich mein Vater enterbt und meine Mama mir gesagt, Junge, ich mag dich nicht mehr. Ach, und du bist also Dachdecker. Na, dann wünsche ich dir Kackwetter auf Pappdächer. Ich erzähl dir mal die Wahrheit, ey. So kletterst die Karriereleiter, höchstens dann mal rauf, wenn du zur Arbeit gehst und rappst wie ein Opfer. Ich red von deiner Tollpatschigkeit, wenn ich sag, dass du mal dein Bett gedroppt hast. Jetzt hör bitte auf zu rappen, ey. Dein Beruf bleibt das Einzige, wo du mal durch die Decke gehst. Ey, ich glaube, dein Vorbild ist Favorite. Doch du klingst leider nur so, als hättest du Age gespielt. Du hast dich sicher selbst gefickt mit nem Selfie-Stick und dabei Age gekriegt. Drogenrapper, bla bla, Psycho-Rapper, bla bla, du fakest Bitch.